Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder mit Wolfenstein The New Order. Ja, hier die Tür, die habe ich gerade gesprengt, das habe ich nicht aufgenommen. Ich habe vergessen, noch die Taste zu drücken. So, jetzt habe ich sie gedrückt, jetzt nehmen wir auf. Ja, war nicht groß speziell, ist halt umgefallen. Wie das Türen so machen, die man sprengt. Oh, hier geht's noch auf. Lasst uns doch mal gucken. Hier haben welche Gimmicks. Aha, Enigma-Code, Fragment 1. Von 1, oder wie soll ich das deuten? 1 zu 1. Klingt mehr nach Fußballspiel. Hier haben wir nichts mehr. Außer ein Plakat von einem Hauptstadtmädel. Und Schienen haben wir hier. Ich fühle mich gerade ein bisschen heimisch. Und wahrscheinlich ein Hinterhalt. Beziehungsweise, ja, nee, das ist nicht ein Hinterhalt. Ich möchte eine andere Wumme. So. Die hier scheint mir besser geeignet zu sein hier, wenn man eben Kimme und Korn mag. Da habe ich doch glatt vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ist mir aber zum Glück relativ schnell aufgefallen. denn, ja, es gibt genau einen Speicherstand hier bei diesem Spiel. Da kann man, wenn man spielt und nicht aufnimmt, das kann man vergessen, dass man das dann irgendwie nochmal laden kann. Der wollt doch auch gleich dazu der Wumme. Oh, da sind noch mehr von denen. Moment, da kann ich noch was mitnehmen. Der ist wenigstens nicht auf die Idee gekommen, das Geschütz da zu nehmen. Oh, ich ziele aber auch. Aha, da ist der Nächste, der das Geschütz nimmt. So viel zum Thema. Ist nun langsam Ruhe. Den Kommandanten haben wir erwischt. Aber viel zu spät. Öffnen auf der anderen Seite. Wir gucken uns das mal an hier. Da schießt es wieder. Von wo? Von da oben. Boah, hat der eine Rolle gemacht? Cool. Die machen Rollen. Können wir hier noch rein? Wir können. Ja, jetzt ist hier mehrgleisig das Ganze sozusagen. Da können wir offensichtlich uns aussuchen, wo wir lang gehen. Oh, da ist doch nochmal so ein Kommandant. So, den haben wir auch weg. Halt, da war noch was. Dich nehmen wir auch mal mit. Dich nehmen wir auch mal mit. So. Okay, da war noch was. Wollen wir auch noch mitnehmen. Da ein Helm. Oh Gott, nicht einen Helm vergessen. Das würde uns der gute Obelix mit Sicherheit nie verzeihen. So, da können wir noch mal was mitnehmen. Zack. Und hier hinten noch mal. Medizin. Da gehen wir mal gucken. Schön, wenn man ein Abschnitt ein bisschen ruhiger ist. Er ist fast ein bisschen sehr ruhig. Geht nicht. Schade. andere Seite. Aha, Rennen funktioniert nicht mit dem Gedingens hier. Aber dafür, ja, besitzt es eine gewisse Durchschlagskraft. Wo war mein E? Da war es doch. Gehen wir mal einen Stock höher gucken. Da werden eh gleich wieder irgendwelche Trolle daherkommen. Aha, unkaputtbar. Schade. Von wo? Von wo schießen sie? Ach, von hier, okay. Das ist ja doch ein gewisses Monster hier, das gute Stück. Und Ruhe ist. Wow. Okay. Alles wieder mitnehmen. Halt, da ist noch einer irgendwo. Immer fett auf die Knie. Wir sind an dem Stampfer vorbeigekommen. Nähern uns der Klippe. So, Limit erreicht. Brauchen ein verdammt langes Seil, um da hochzuklettern. Ein Seil, okay. Muss ich jetzt ein Seil suchen, oder wie, was, wo? Wir gucken uns erstmal um, so wie wir das eh immer machen. Man möchte ja nichts versäumen. Ein Helm, den kann ich aber nicht nehmen, aber die Medizin. Hüpf, da ist nichts. Da ist noch was. Ah, Limit erreicht mal wieder, okay, aber noch ein bisschen Medizin. Gut. Weiter gucken. Hier in der Höhe. Zum, was? Zum West. Zur westlichen Kanone. Jetzt habe ich es auch lesen können. Sehr schön. Okay, was für ein Hinweis denn? Bereich wird überwacht. Ja, das haben wir inzwischen mitgekriegt. Ja, dann gehen wir mal rauf. Wird wahrscheinlich die nächste Welle kommen.
Ja, da hinten sehe ich sie eh schon rumrennen. Wir gucken uns aber erstmal wieder um. Das sind Kisten, mit denen kann ich nicht viel machen. Das sieht man der Bauart ja an. Okay. Oh, Leo. Was heißt denn, verbinde es zum Nachladen? Ich kann hier nicht weg. Was soll das denn? Dann eben mit der Pistole. Was heißt denn, verbinde, um nachzuladen? Das ist ja irgendwie auch eher... Halt! Da ist noch so ein Spezi. Zweimal ins Gesicht. Dann gibt auch der Ruhe. Haben wir echt von allem... irgendwie schon zu viel? Gibt's ja gar nicht. Wie kann man denn von allem zu viel haben? Hier geht's weiter. Jetzt haben wir hier aber noch eine Kanone gehabt. Halt, hier war noch ein E. Ja, auch Limit erreicht, aber war ja doch noch ein E. Genau, ein Helm. Hier ist noch ein Helm. Gut. Und hier können wir rein. Und Jagd auf Flugzeuge machen. Ach du Grüne, wie soll ich denn... Wie soll ich denn damit jemals was treffen? Ich weiß gar nicht, auf was ich schießen muss. Ich nehme mal an, wieder auf diese fast ein bisschen wie UFOs aussehende Flugzeuge. Oder auf dich? Ne, dann schießt das Ding zurück. Ja, das ist... Wie soll man die denn treffen? Das ist ja irgendwie... Aus Versehen schieße ich dann doch noch auf einen anderen. Dann haben wir dann das Geschenk. Das müssten hier ja irgendwie eigene sein. Das hier... wieder ein Fremder. Ich treffe keinen. Das ist ja... Es klingt zwar cool, aber es bringt herzlich wenig. Ein bisschen Vorhalt geben ist mir klar, nur ja, wenn ich Vorhalt gebe, dann verändern die ihre Flugrichtung. Nicht zu treffen. Die müssen irgendwie in die Nähe kommen. Mehr. Naja gut, der hat gesagt, oben ist noch eine Kanone. Dann schnappen wir uns die doch mal noch. Gehen wir mal rauf. Das müsste dann hier sein. Habe ich was vergessen? Nein. Okay. Ein Funkraum. Wann ist es geschafft? Schon bald. Ja, da herrschte noch Zuversicht. Oh, was können wir denn hier machen? Auf und zu. Wir machen mal alles zu. Beziehungsweise nein, ich habe alles aufgemacht. Aha, dann gehen die wieder. Dann gehen die wieder hoch. Die gehen alle wieder hoch. Das hilft nur kurzzeitig. Die Frage ist, was löst das denn genau aus? Auf und zu. Also die Tür hier kann es nicht sein. Vielleicht irgendwas weiter oben oder weiter unten. Keine Ahnung. Wir lassen es mal. Wenn wir immer nicht weiterkommen, dann wissen wir, wo wir suchen müssen. Na? Haben wir noch irgendwo Kommandanten oder? Oh, wir haben noch alles Mögliche hier. Das wäre dann fast. Genau. Oh, 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 oh. Ja, die Idee war gut. Die Ausführung war katastrophal. Wir wollen da ja doch raufkommen. Hat das nichts gebracht mit der Granate? Das ist ja enttäuschend. Okay, wir gehen mal ein bisschen vorwärts. Es scheint soweit wieder ruhig zu sein. Non-Helm, Non-Wumme. Ich glaube, man muss hier nicht mal alles mitnehmen. Also eben, man hat ja sowieso dann relativ schnell die Limite erreicht. Was haben wir hier noch? Nochmal Medizin und Co. Ein Brief. Da ist wieder das Mädel. Hm. Was war das? Leichte Munition. Okay, kann man auch immer brauchen. Weiter gucken. Hier oben liegt ja noch einer. Limit erreicht. Das ist das, was ich meinte. Oh. Habe ich ihn? Ich weiß gar nicht. Nochmal gucken. Ja, da ist keiner mehr dahinter, aber... Hier ist noch einer und Hab dich ist noch da. Hab dich machen wir gleich mal weg.
So. So, die habe ich auch. Oh! Boah, ist schon schön blutig. Das muss man ja schon zugeben. Liegt hier noch einer? Nee, Kisten kann ich nicht viel machen. Das sind diese blauen. Aber da kann ich die Rakete wieder mitnehmen. Die Rakete ist gut. Die Gatling Gun. Wahrscheinlich. Oh. So, tschüss. Und jetzt benutzen wir das mal nochmal. Oh. Haha, Moment. Funktioniert das? Ui. Okay. Ich glaube, da haben wir sogar mal was richtig gemacht. Da kommen nochmal zwei. Da ballern wir auch mal nochmal rein. Dann haben wir die schon mal weg. Da oben. Denn die Flugzeuge treffe ich sowieso nicht. Also können wir das bleiben lassen. Diese Übung. Wo ist jetzt hier mein Kanönchen? Habe ich das wieder fallen lassen? Tatsächlich. Das hätte ich dann doch gerne mitgenommen. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Kann ja wieder nur irgendwas Übles sein. Helm. Hier liegt noch Munition und Co. Beziehungsweise Medizin. Na. Jetzt. Da nochmal was. Schöne Aussicht. Da ist dieser Kollege. Dem gehen wir wahrscheinlich besser aus dem Weg. Ich glaube nicht, dass wir den klein kriegen. So, das müssten die Überreste sein von denen, die wir da mit der Kanone erledigt haben. Okay. Und hier geht es wohl in den Bunker rein. Sehr schön. Cool. Freue ich mich drauf. Bin ich mal gespannt. Da haben wir wieder Limit erreicht. Oh! Au, oh, 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 oh. Ja, das war... Hey, alles okay, Captain? Hier, ich helfe Ihnen hoch. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Hier, ich helfe Ihnen. Sehr guter Junge. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Das macht die Sicht. Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private, kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen. Bis vier zählen. Ausatmen. Bis vier zählen. Das war's. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los. Los, Bewegung. Los. Was der nicht alles für Tricks kennt. So, weiter geht's. Aufi. Schlagen. Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier. Check, check. Oha. Bleiben, aber nicht vergessen, das ist vielleicht unsere letzte Chance. Wenn wir Totenkopf nicht erwischen, ist es aus. Klettern Sie los. Fergus, Ende. Ich wollte gerade sagen, da kommen doch bestimmt noch Sachen runtergeflogen und da öffnen sich dann ab und an mal Fenster. Ui, ja, Sachen kommen runtergeflogen, ganze Menschen. Und oben diese, oh, ist gerade so ein UFO durchgeflogen. Ich nenne die jetzt einfach mal UFOs.
Von wo? Da. Und gleich nochmal. Sieht ja schon nett aus. Und irgendwann kommt wahrscheinlich das ganze Haus daher, habe ich das Gefühl. Oh. Oh, ja, das habe ich genau gemeint. Habe ich ihn? Ich wollte gerade sagen, ich muss doch den Fuß erwischen von dem. Wenn der Rest geschützt ist, dann bringt es nicht viel, wenn ich da raufholze. Was ist das hier für ein Grafikfehler mit diesem schwarzen Balken? Ich habe ihn doch erwischt. Jetzt kommt er. So, oder werden da mit dem schwarzen Balken irgendwelche Symbole überdeckt, die nicht erlaubt sind in Deutschland? Ihr wisst, was ich meine? Einfach weiter! So doof das ja auch ist, denn eben in Filmen sind die Symbole ja erlaubt. Also das ist ein bisschen eine gewisse Doppelmoral. Aber wir wollen jetzt ja nicht politisieren. Ich habe ihn nicht gesehen. Ist ja cool, das ist... Und noch ein getötet, General. Führen Sie Buch. Einer von uns beiden wird heute sterben. Genau, das, aber das ist jetzt genau, wie ich Wolfenstein, The Return to Castle Wolfenstein in Erinnerung habe. Hier eben in diesen Gemäuern drin. Das, muss ich sagen, gefällt mir schon sehr gut. Bereich freihalten. Machen wir, wir gehen. Wir müssen hier runter, so wie es aussieht. Können wir hier noch was machen? Auch schön hier mit diesem Ritter. Wir gehen mal runter. Mal gucken. Aha, gleich nochmal was, was wir drücken sollen. Irgendeine Vorrichtung. Interessant, interessant. Okay, machen wir. Ich rechne mal mit einer gewissen Gegenwehr, wollte ich gerade sagen. Hat es bei dem schon gereicht, dass ich ihm in den Arm schieße? Scheint tatsächlich so zu sein. Moment. Nochmal in den Arm schießen. Vielleicht sind sie am Arm besonders... empfindlich. Da ballert schon wieder. War das der Offizier? Kann sogar sein. Oh, da kommt wieder so ein Hundeviech. So, die sind aber eigentlich noch relativ... Also harmlos wäre übertrieben. Harmlos sind sie nicht. Sie sind aber weit weniger gefährlich, als sie aussehen, muss ich sagen. Zum Glück. Tschüss. Noch einer hier drin. Verbesserung der Pistole. Schalldämpfer. Okay. Das nehmen wir gerne zur Kenntnis. Also jetzt ist der Kollege ja eigentlich tot. Von daher sollte die Verstärkung dann irgendwann nachlassen. Ich nehme an, das sind die letzten, aber verschreien möchte ich es auch nicht. Was haben wir denn hier? Das kann ich nicht lesen. Oh, da slidet noch einer rein. Na, du lebst doch noch. Ich weiß es. Wir gehen mal gucken. Ne, lebt auch nicht mehr. Okay, irgendwie ist tatsächlich, wenn man den Arm trifft, dann ist Feierabend bei denen. Ein Helm. Nehmen wir. Das habe ich jetzt mal mit Muni gemacht. Wir haben eh eigentlich genug Munition, so wie es aussieht. Wo war hier Medizin? Da in der Ecke, falsche Taste. Jetzt haben wir es. Ich möchte mein Maschinengewehr. Auch wenn wir den Schalldämpfer haben. Den Schalldämpfer werden wir ja... Was macht der denn da? Den Schalldämpfer werden wir wahrscheinlich primär gebrauchen. Ja, wenn wir irgendeine Art von Schleichmission zu tun haben.
Oh, der hängt aber auch nicht schlecht da. Aber was mitnehmen? Soll ich hier schon lang? Ich bin dann immer ein bisschen hin und her gezogen. Oder gerissen, nicht hin und her gezogen. Hin und her gerissen. Von wegen. Nicht, dass ich hier irgendwas liegen lasse, was ich gerne noch mitnehmen würde. Es hat hier doch noch den ein oder anderen Winkel. Wobei, ja. Können wir lassen, würde ich sagen. Nehmen wir auch noch mit. Da ist doch noch ein Helm. Genau. Und jetzt hier Richtung Fallgitter. Aha, in den unteren Stock. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, diesen unteren Stock, den gönnen wir uns dann in Folge 3. Ich ahne, was uns erwartet, aber wir sind ja eigentlich gut gerüstet. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.